Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich nach ungefähr 4 Jahren das Löwenhaus hier wieder eröffnen können bei uns im Zoo. Und es sind auch jetzt 2 Löwinnen hier eingezogen, 2 junge Mädels noch, die Suri und die Saba. Suri ist ein bisschen kräftiger, die bringt so ungefähr knapp 95 Kilo auf die Waage und die Saba 86,5. Die kam aus dem Thüringer Zoopark in Erfurt zu uns. Die müssen sich jetzt hier erstmal in Ruhe eingewöhnen. Deswegen werden wir das Haus auch noch einige Zeit lang zulassen. Wir können noch nicht genau sagen, wie lange. Hängt so ein bisschen davon ab, wie die sich machen, die Mädels. Dortmund hat wieder Löwen. Und das ist die erste wunderbare Nachricht, denn Löwen sind immer die Attraktion eines jeden Zoos. Alle Menschen wollen die Löwen in einem Zoo sehen. Wir haben jetzt wirklich 2 junge Tiere bekommen, direkt aus Erfurt. Saba und Suri heißen übersetzt Morgenröte und die Schön. Ich kann jedem nur empfehlen, kommt vorbei, schaut sie euch an. Es lohnt sich wirklich. Wir sind richtig glücklich. Wir sind als Zoo natürlich froh, dass wir jetzt nach einigen Jahren Bauzeit das Haus endlich wieder eröffnen können, das Haus und die Anlagen, und auch wieder Löwen zeigen können. Denn Löwen gehören weltweit zu den populärsten Tieren in den Zoos. Und natürlich haben die Besucherinnen und Besucher immer gefragt, wann kommen denn die Löwen endlich wieder? Das ist ein Highlight, Löwen im Zoo zu sehen. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt endlich wieder Löwen zeigen können in einer neuen, modernisierten Anlage. Löwen haben ja auch eine Tradition in der Stadt Dortmund, denn schon der Stadtpatron, der heilige Reinoldus, hat ja einen Löwen auf seinem Wappen drauf. Nicht? Und infolgedessen symbolisieren wir hier auch die Tradition der Stadt Dortmund. Wir haben auch einen Kater schon da, der kam aus Kerkrade, der Böti oder Boti, wie man das auch immer ausspricht, müssen wir ein bisschen üben. Und der ist gerade noch in unserer Außenstation, lebt sich da auch erstmal ein, lernt also schon die neuen Pfleger und so weiter kennen. Und dann werden die auch hier im Haus noch zusammengeführt. Langfristig wollen wir natürlich dann auch in die Familienplanung einsteigen mit diesem Trio. Also ein Kater, 2 Katzen ist ja so eine typische Löwenhaltung. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Die Mädels sind ja jetzt ungefähr 14 Monate, der Kater wird bald 2. Und so mit 3, 4 Jahren fangen die eigentlich erst an, so an Familienplanung zu denken, die Löwen.